Ja, vielen Dank, Herr Persicke. Ich will es kurz machen, meine Damen und Herren. Aber ich denke, viele von Ihnen werden, wenn Sie heute Abend oder morgen nach Hause fahren, doch noch mal so einen Gedanken verschwenden an diesen Tag und sich darüber Gedanken machen, was Ihnen vielleicht am meisten gegeben hat, besonders gut gefallen hat oder Ähnliches. Den Gedankengang habe ich schon mir gemacht jetzt heute Nachmittag. Und ich muss Ihnen sagen, also für mich war das Bemerkenswerteste an diesem Tag und das Spannendste der Pitch. Der Pitch für die Barcamps, weil er geradezu den Beweis angetreten hat oder ganz klar demonstriert hat, welche Fülle und welche Vielfalt inzwischen an unseren Hochschulen da ist im Hinblick auf das Nachdenken über Digitalisierung, das Entwickeln von Lösungen, das Stellen von Fragen, das Definieren von Problemen, das hat in einer solchen rasanten Art und Weise zugenommen und wir vom HFD konnten das ja relativ gut verfolgen, auch im Vergleich etwa zu dem, was wir im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr an Diskussionen und an Lösungen und an Ideen verfolgen konnten. Also insofern kann man nur sagen, es ist eine Aufwärtsbewegung heute zu erkennen gewesen, nicht zuletzt oder besonders an diesem Pitch-Beispiel, das wirklich extrem motivierend war, auch für die Arbeit im HFD. Ich denke, Herr Janoschka wird mir das dann auch bestätigen. Also wenn Sie einen ähnlichen Eindruck haben von diesem Tag, dann fände ich es ganz toll, aber ganz, ganz wichtig wäre uns, damit wir uns nicht vertun mit unseren Erfahrungen, unserem Eindruck von diesem Tag, dass Sie auf jeden Fall doch sehr intensiv Gebrauch machen von dem Angebot, was das HFD ja formulieren wird, nämlich, dass Sie nochmal in irgendeiner Weise eine deutliche Rückmeldung geben zu dem, was Sie in dieser ganzen Woche oder eben am heutigen Tag an Eindrücken und auch Empfehlungen für die Zukunft haben. Ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Natürlich auch im Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz sehr herzlich bedanken, dass Sie hier waren, dass Sie mitgemacht haben. Es war ja dieses Mal ein wirklich sehr intensiver Mitmachtag. Ich hoffe, dass auch das sozusagen in Ihrem Sinne war. Wir haben damit ja reagiert auf die Wünsche, die wir im Vorfeld bekommen haben. Aber wie gesagt, sagen Sie uns ehrlich, was Sie von dieser sehr intensiven Art eine solchen Tagung und einer solchen Konferenz halten und wie es Ihnen dabei ergangen ist. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich sage natürlich auch von meiner Seite, von der HAK-Seite aus, auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die heute mitgewirkt haben. Entweder aktiv bei der Gestaltung dieses Tages oder eben aktiv beim Support und bei der Vorbereitung dieses Tages. Also Ihnen allen, auch natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stifterverband und HAK ein ganz herzliches Dankeschön und Ihnen alles Gute und wann auch immer eine gute Rückreise, aber bitte nicht zu früh, denn es geht ja noch weiter. Herr Janoschka. Ja, dann fange ich jetzt doch mal mit dem Dank gleich nahtlos an, beziehungsweise für ihn weiter. Also da sind ja viele Leute mit involviert, die so einen Tag möglich machen. Insofern möchte ich jetzt neben dem Team, was das hier wirklich so hervorragend mit bewegt hat, auch nochmal einen ganz großen Dank aussprechen an Malte Persicke für die hervorragende Moderation des Tages. Ich finde, Malte, du machst das wie kein anderer, dass du das Publikum mitnimmst, es sogar von der Kaffeepause wieder hier zu uns zurückführst. Und auf die Weise
gleichzeitig ja in deiner Arbeit auch sehr authentisch, sag ich mal, einen Bezug hast, uns hier auch im HFD an ganz vielen Stellen mit unterstützt. Und insofern stehst du für mich immer so ein bisschen Modell für diese Möglichkeit, das HFD auch in seiner Form mitzuprägen, mitzugestalten. Und das habe ich heute eben auch den ganzen Tag über wahrgenommen, dass Sie die Chance nutzen, die das HFD bietet. Das hat sich in den Barcamp-Sessions gezeigt, das hat sich in den Diskussionen gezeigt, die in den Workshops da waren. Und ja, das ist der Tag vom Netzwerk fürs Netzwerk. Und für mich ist doch mal besonders interessant gewesen, als ich heute Morgen gefragt habe, ich meine, muss man sich ja auch noch mal vorstellen, es war eine andere Atmosphäre, dieser Raum hat einfach auch eine andere Atmosphäre. Und dann jetzt zu sehen, wie eben dann durch die verschiedenen Sessions hier eine ganz andere Atmosphäre entstanden ist in diesem Haus, das ist erstmal schön zu sehen. Und ich glaube tatsächlich diese Frage vom Anfang, wer ist eigentlich jetzt neu hier und wer hat vielleicht das HFD so noch nicht vorher erlebt, dass das für uns auch nochmal eine Möglichkeit bietet, mit Ihnen dazu im Austausch zu bleiben. Die Evaluation, die angesprochen wurde, die kommt erst am Ende der Woche. Also da müssen Sie Ihre Gedanken nochmal ein bisschen sortieren oder mitnehmen. Wir haben uns dafür entschieden, dass es eben am Ende der Woche für alle eine Evaluation gibt. Da wären wir auf jeden Fall auch wieder für Ihr Feedback sehr dankbar. Ein Aspekt, den ich auch noch mal hervorheben möchte, weil ich ihn nicht selbstverständlich finde. Ich hatte das ja gesagt, dass ich den Eindruck hatte beim EdTech-Hackathon, dass da wirklich schon wirklich interessante Ideen, gute neue Perspektiven spürbar waren. Aber wie heute hier, glaube ich, für alle, die da waren, unverkennbar deutlich wurde beim Pitchen, da ist einfach wirklich Energie im Spiel, mit der wir gut weiterarbeiten können und wollen. Und von daher auch nochmal den Studierenden, die sich hier heute auf die Bühne getraut haben und das nachher auch nochmal weiter tun, ganz herzlichen Dank für dieses Engagement. Auch damit wollen wir produktiv weiterarbeiten. Ja, genau. Letzter Dank auch nochmal ans BMBF ganz ausdrücklich, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in all diesen Formaten hier die Möglichkeit bekommen, das gemeinsam weiterzuentwickeln. Und in der Beziehung würde ich Sie einfach einladen, heute hier zu bleiben, denn die Frage, die jetzt hier gleich in einer halben Stunde auf dem Podium weiter oder hier auf der Bühne weiter bewegt wird, wie kann eigentlich so eine Plattformlösung aussehen, welche Ansätze gibt es da, die ist, glaube ich, für uns alle relevant und die gilt es einfach auch im HFD-Modus, so haben wir uns entschieden, nicht nur zu diskutieren, sondern eben in der Form auch einen Blick darauf zu werfen, welche neuen Prototypen, welche vielversprechenden Ansätze gibt es da, die eben dann auch wieder politisch gehört werden können, wo man gemeinsam daran weiterarbeiten kann, was ist die beste Variante, vielleicht gibt es gar nicht nur die eine. Insofern freue ich mich auf den weiteren Dialog mit Ihnen, lade Sie ein, mit uns auch direkt nochmal weiter im Gespräch zu bleiben und ich glaube, wir haben jetzt Halbzeit, Herr Metzner, also ich zumindest, wir haben noch ein paar Tage diese Woche vor uns, vielleicht sehen wir uns da auch in den nächsten Tagen noch wieder. Ich wünsche Ihnen ansonsten eine gute Heimfahrt bzw. einen schönen gemeinsamen Abend. Dankeschön. Das kommt drauf an, ob alle da sind. Also ich glaube, wir bleiben bei der 18:30 Variante. Aber Sie können sich die Zeit zum Beispiel noch vertreiben, indem Sie unsere HFD-Brillen mal ausprobieren und die aufsetzen, beziehungsweise erstmal zusammenbasteln. Die findet man da hinten, da gibt es, glaube ich, noch ein paar. Und auch die Videobox möchte ich noch mal hervorheben, die macht Spaß. Ist relativ einfach, sich da reinzustellen, die eigenen Gedanken und Ideen dort auch zu hinterlassen. Und das ist vielleicht nochmal gut zu wissen. Die Studierenden der FH Potsdam haben sich hier, ich war selber noch mit dabei bis letzte Nacht spät, hier damit abgemüht, diese Box, die sie konzipiert, designt und dann eben gebaut haben,
hier auch wieder aufzubauen im wahrsten Sinne. Insofern lohnt das, glaube ich, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Das als letztes PS und ja, viel Spaß weiterhin. Danke. Weiter geht's um 18:30 Uhr. Dankeschön.